Jeder von uns hat schon mal den Keller, den Dachboden oder das Wohnzimmer entrümpelt. Aber kann man auch sein Leben aufräumen, sein Leben entrümpeln? Katrin Stewart sagt ja und sie ist heute mein Gast hier bei Auserlesen. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Dein Mann ist Diplomat. Ihr müsst alle 3 Jahre umziehen in ein neues Land. Hast du dir das gut überlegt, ob du ihn heiraten willst? Ich war sehr jung und gut habe ich es mir nicht überlegt. Und es gab schon einige Zeiten, wo ich vielleicht lieber dieses Leben nicht weitergemacht hätte mit ihm. Aber mittlerweile ist in meinem Herzen sehr vieles passiert und ich sehe das auch als eine schöne Berufung, jetzt jede paar Jahre irgendwo anders leben zu müssen. Mach mal ein Beispiel, in welchen Ländern ihr schon wart. Wir haben in Indien gelebt, auf den Bahamas, in Rumänien, in Pakistan, 2-mal an der Grenze in Mexiko, in Trinidad und Tobago. Wahnsinn. Und jetzt, allein die Wechsel, also wenn ich mir das überlege, die Bahamas, Rumänien oder Indien und du wolltest gerade sagen, jetzt geht er nach... Jetzt sind wir sind in Berlin. Ja. Und wir sind aber von Mexiko nach Berlin versetzt worden. Und da sprichst du sehr schön an, dieses Umstellen. Und eines, was ich lernen musste, war, mich wieder auf Pünktlichkeit einzurichten. Und als die Männer angerufen haben in Berlin, dass sie die Schachteln haben, die sie liefern können zum Auspacken, habe ich gesagt, ja, ich bin um 8 Uhr zu Hause. Und in Berlin läutete die Glocke um 7:30 am Morgen. Und als ich verdutzt an der Tür stand, sagten die Männer, ja, wir sind ein bisschen früher, aber das ist doch in Ordnung, nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, Sie verstehen nicht. In Mexiko wären Sie vor 10 nie hier gewesen. Die haben wahrscheinlich auch geguckt, Mexiko. Das kann ja Spaß machen, wenn man entrümpelt. Also kann auch was Schönes sein. Du schreibst, dass manchmal Leute sich über die Müllabfuhr sogar freuen, weil das so ein bisschen ihr Leben aufräumt. Hat ja auch dein Buch diesen Titel, Endlich Raum fürs Leben, entrümpeln in kleinen Schritten. Andererseits, wenn du diese Regel hast, alles, was du nicht in einem Jahr gebraucht hast oder ein Jahr lang, alles, was du ein Jahr lang nicht gebraucht hast, haust du weg oder verschenkst du oder sowas. Fällt dir das nicht manchmal auch schwer? Ist ja auch hart, oder? So Sachen, die man vielleicht doch mag, auch wenn man sie selten braucht. Ich glaube, ich habe die größte Freude, wenn ich etwas an jemanden weitergeben kann, das derjenige auch wirklich schätzt. Und die Freude ist fast größer als am eigenen Besitzen von etwas, das im Keller oder am Dachboden steht, das ich vielleicht eines Tages einmal brauchen könnte. Und das ist sehr gefährlich, wenn wir denken, eines Tages habe ich genug abgenommen, um wieder in die schönen Kleider zu passen. Das ist zum Beispiel auch so ein Thema. Oder eines Tages wird das Haus mehr Platz haben. Das ist Unsinn, wenn man so denkt. Also immer, wenn man denkt, eines Tages, dann lieber ein bisschen aufpassen und denken, das will ich heute genießen. Zum Beispiel mein Hochzeitsporzellan. Ich kenne viele Familien, wo das im Schrank steht und nicht verwendet wird. Und was hast du damit gemacht? Ich habe keins. Ich habe keins, aber als ich diese Geschichte erzählte vom Hochzeitsporzellan, das bei vielen herumsteht und nicht gebraucht wird, dann sagte meine Schwiegermutter, du, meins steht am Dachboden und ich möchte es dir jetzt schenken. Und wolltest du es überhaupt haben? Ja, freilich. Okay. Und ich verwende es fast jeden Tag. Ach, schön. Und es ist sehr schönes Porzellan, aber wenn ich es nicht heute verwende, ist es für nichts gut. Das stimmt. Stimmt. Du hast auch einen besonderen Trick auf Lager, nicht nur den, also im Buch werden mehrere genannt, aber der eine, den fand ich so einprägsam. Du machst dann ein Foto, statt den Gegenstand aufzubewahren. Also wenn man jetzt den Brautkranz hat oder irgendetwas, weil das Foto ja kleiner ist, das hat eben nur dieses Format, ist ganz flach, kann ins Fotoalbum, dann kann man den Gegenstand auch noch wieder angucken. Aber der Gegenstand selber muss nicht aufgehoben werden. Finde ich schlau. Ja, und das kann man in einem Tagebuch sehr schön aufheben, diese Sachen. Und dann aber nie nur das Foto allein reintun. Das wird ja dann, wie sagt man, ein Album oder was. Sondern dazu schreiben, warum ist dieser Brautkranz oder dieses alte Kleid, was mir nicht mehr passt, warum ist es mir wichtig? Welche Verbindungen habe ich damit? Und darin liegt ja der Wert. Der Wert liegt nicht im Gegenstand selbst.
Und das ist schön, wenn man das festhalten kann. Jetzt stelle ich mir dein Haus sehr aufgeräumt vor. Ist das richtig? Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich habe, wenn wir im Ausland sind, meistens große Häuser. Und in großen Häusern ist mehr Platz. Aber in großen Häusern ist auch mehr Platz für Gäste. Und deswegen lade ich immer viele ein. Und das wissen meine Freunde, dass ich möchte, dass, wenn ich viel Platz habe, dass der nicht nur für mich ist, sondern auch für diejenigen, die mir über den Weg geschickt werden. Mhm. Wir haben ein paar Bilder aus deiner Lebensgeschichte sozusagen, um dich noch mehr kennenzulernen und auch Lust auf das Buch zu machen. Zum Beispiel dieses hier, da bist du noch gar nicht drauf, ne? Wer ist denn das? Ja, das sind meine Eltern und das ist 1952 in Kamerun, im Norden Kameruns. Und ich bin ihre erste Tochter, ihr erstes Kind. Also etwa ein Jahr später kam ich auf die Welt. In Kamerun? Im Norden Kameruns. Und ich war das erste weiße Baby, das dort auf die Welt kam. Wow. Und der Häuptling lud meine Eltern ein und wollte natürlich dieses Baby sehen. Und worauf er nicht gefasst war, also mein Vater, war, dass der Häuptling gleich einen Heiratsantrag stellte für die junge Tochter. Ich wusste gar nicht, dass dein Mann Häuptling ist. Ich dachte Diplomat. Nein, das war der Mann in Afrika, ja. den die Eltern besucht haben. Die haben gesagt, eines Tages darf sie selber aussuchen. Ja. Das war für den neu, ja. Oder? Das Konzept? Das Konzept war neu. Mhm. Und dann hat mein Vater gern nacherzählt, ich wäre seine 51. Frau geworden. Er war Muslime, dieser Häuptling. Mhm. Also das wäre auch nicht unbedingt so schön gewesen für mich. Aber die 51. Da bist du lieber die Erste, oder? Die Erste. Mein Mann Einzige. Sagt gerne, ich bin seine erste Frau. Ja. Aber Erinnerungen hast du selber nicht an Kamerun, oder? Schon. Ich war dort, bis ich 7,5 Jahre alt war. Mhm. Und war auch einmal wieder dort, als ich 17 war. Mhm. Und die Eltern waren Eheberater und Missionare, haben viele Bücher geschrieben. Und sehr viel von ihrer Arbeit hat eben in diesem Land angefangen, in Kamerun. Mhm. Dein Vater heißt Walter Trobisch, mhm. Richtig? Genau. Ja. Dann gibt es noch ein Bild, das ist schon ein bisschen später. Mhm. Da bist du schon. Genau, verheiratet mit zwei Kleinen. Das war in Indien. Und meine Mutter Ingrid Trobisch hat uns besucht kurz nach dem Tod meines Vaters. Mhm. 1980 war das. Und wart ihr in Indien, weil eben dein Mann gerade nach Indien versetzt wurde sozusagen. Ja. Mhm. Und ich habe gute Erinnerungen auch an diese Zeit, weil wir meiner Mutter als einer neuen Witwe auch ein Haus schenken konnten und Familie. Es war eine Rollenumkehr. Aber ich fühle mich ihr sehr verbunden in vielem. Dann müssen wir uns doch mal deine Kinder angucken. Mhm. Auf dem nächsten Bild sehen wir die. Ja. Sind das alles deine? Das sind alles meine. Und wir haben ungefähr in jedem Land eins gehabt. wir haben hier Christine, die Älteste, Virginia, James, Charles und die ganz Kleine ist Margaret, die ich in der Hand habe. Mhm. Und wir sind in Pakistan auf diesem Bild. Bei dir muss man wirklich bei jedem Foto dazu sagen, wo ist das eigentlich? Ne? Und ihr seht auch anders gekleidet aus. Habt ihr das extra gemacht, euch ein bisschen mit der Kleidung an das Land angepasst? Ja, man muss das in Pakistan. Also wir mussten den Kopf bedecken, wir mussten die Handgelenke und auch die Knöchel bedecken als Frauen. Das war ganz, ganz wichtig. Mhm. Übrigens, der Kleine hat mich kurz nach diesem Bild gefragt. Er hat gesagt, Mami, ich will nicht, dass ich vor dir in den Himmel gehe, weil ich habe versucht, ihnen vom Himmel zu erzählen. Und dann habe ich gesagt, du Charles, meistens ist es so, dass die Eltern vorher sterben. Ja. Und das muss er sich dann überlegt haben. Und dann hat er gesagt, Mami, ist der Himmel sogar noch schöner als Amerika? Och. Und für die Kinder war Amerika der Ort, wo die Großeltern waren, wo es McDonald's gab, wo man eben nicht immer sich vielleicht um die Sicherheit sorgen musste. Ja, und, ja. Also war in Pakistan Sachen. Für ihn dann Amerika schon mal und dann noch toller der Himmel, ist ja eine süße Frage. Ja. Man sieht ihn richtig nachdenken auf dem Foto. Ja. Und dann haben wir noch ein Foto. Mhm.
auch, seid da auch ein bisschen so Da verhüllt, sind wir ja? nach einer Übernachtreise in einem pakistanischen Bus. Mhm. Die Frau, die unsere Jüngste hält, war mein Kindermädchen. Mhm. Und sie hat mir damals sehr geholfen mit den Kindern. Ich könnte natürlich zu jedem Bild sehr vieles erzählen, ja, aber ja. zu diesem muss ich dazu sagen, wir waren ein bisschen in Schock, weil wir waren in diesem Bus, der durch die Wüste in Pakistan fuhr, und uns kam ein anderer Bus entgegen und links und rechts waren Sanddünen und es war nicht genug Platz. Und jeder Bus hat genau berechnet, dass eben ein Reifen auf der Straße bleiben kann, ja? Aber die anderen Reifen, die waren im Sand auf beiden Seiten. Und unser Bus ist so in Zeitlupe umgekippt in den Sand hinein. Ja. Und wie haben die den wieder hingestellt? Ja, da gibt es dann ganz viele Männer und die helfen alle. Und dann stellen sie ihn wieder hin und inshallah, das Leben geht weiter. Oi, 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 ja. Okay. Ja, irre, was da passiert ist. Dann haben wir ein Bild viele Jahre später. Ja. Dein Mann und dein Sohn, richtig? Das ist vor 2 Jahren in Tikrit in Irak. Mein Sohn ist mit einer Reservegruppe dort gewesen und mein Mann war als Diplomat 1 Jahr dort freiwillig und hat geholfen mit dem Wiederaufbau in Tikrit, in der Stadt, wo auch Saddam Hussein her war. Mhm. Irre. Für euch sind dann diese Nachrichten... Das war übrigens der Kleine, über den ich gerade erzählt habe. Ach, der so nachgedacht hat über den Himmel. Ja, Wahnsinn. Ja. Aber für euch sind dann solche Nachrichten, wenn du jetzt in den Nachrichten Tikrit siehst, hat es für dich mehr Bedeutung, ja, als wenn ja, für euch es einfach war gerade ein großer Bombenanschlag im Regierungsgebäude in Tikrit. Und das hat meinen Mann sehr mitgenommen, weil einige der Iraki-Regierungsleute, mit denen er gearbeitet hat, sind getötet worden. Mhm. Und einige der guten Leute. Und das ist so traurig, wenn man sieht, dass diese bösen Mächte nicht aufhören. Ja, kann ich gut verstehen. Noch ein Bild haben wir, wo die Kinder alle groß sind schon. Ja. Genau. Ja. Hattest du denn, oder wie haben die das denn alle so verkraftet, so oft umzuziehen? Ich meine, nicht nur ihr beide musstet so oft umziehen, die ganze Schar ja mit. Haben die nicht manchmal gesagt, ach, jetzt habe ich gerade Freunde gefunden oder jetzt fängt es gerade an, Spaß zu machen in der Schule? Ja, natürlich. Und wir sagen jetzt gerne, und ich weiß, meine Kinder werden das vielleicht auch sehen, was die Mami über sie sagt. Du musst aufpassen, was du sagst. Nummer eins, nein, ich glaube sehr an authentische Ehrlichkeit. Und wir haben mit allen gesprochen. Nummer eins, 2, 4 und 5 haben alles sehr gut verkraftet. Nummer 3, der wäre wahrscheinlich am liebsten in einem Land gewesen. Und wenn wir nur ein Kind gehabt hätten, dann wären wir wahrscheinlich, hätte David Karriere gewechselt. Aber der ist jetzt verheiratet und die wohnen in Orlando. Die wollen beide nie mehr umziehen. Oh je. Und sie haben unsere 2 lieben Enkeltöchter. Okay. Und sind sehr verwurzelt jetzt. Also er versucht, das nachzuholen, was ihm abgegangen ist. Okay. Er hatte die ganzen Reisen schon vorher erledigt. Ja. Jetzt bleibt er einfach da. Ja. Verstehe. Übrigens, das ist mir eingefallen, weil du gerade gesagt hast, du bist sehr für authentische Ehrlichkeit. So ging es mir beim Lesen. Also das merkt man deinem Buch richtig ab. Es ist so, als wäre es ein persönliches Gespräch. So wie wir jetzt reden, so ist auch dieses Buch endlich Raum fürs Leben. Hat mir sehr gut gefallen. Aber bevor wir gleich noch mehr dazu kommen, ein letztes Bild haben wir noch. Mhm. Nee, zwei Bilder haben wir noch. Ja, ich liebe Oper und mein Mann war Generalkonsul in Tijuana, Mexiko. Viele haben davon schon gehört, weil das eine der Städte ist, wo auch sehr viel Drogen und Kriminalität herrschen. Aber wir haben versucht, gerade in Tijuana auch die Künste zu fördern. Und ich glaube, jeder Mexikaner ist ein heimlicher Opernsänger. Ja, also einfach, es liegt ihnen im Blut, ein bisschen so wie die Italiener vielleicht. Und das habe ich sehr genossen, eben über die Künste, über die Musik Grenzen abzubauen. Und das ist eine meiner Berufungen, glaube ich. Sehr schön. Die 2 Bilder sind übrigens 2,5 oder eigentlich 3. Wirklich? Ja, wir haben noch ein Bild mit deiner Tochter. Ja, das ist auf einer Bootfahrt auf der Spree in Berlin.
Und du siehst, meine Jüngste, sie ist jetzt 25, Margret hat Down-Syndrom. Hat das die Umzüge noch schwerer gemacht? Weil sie ja vielleicht Einzelfallhelfer hatte oder irgendwo eine Einrichtung, wo sie oft hingegangen ist und dann musste sie die wechseln? Sie war während ihrer Teenagerjahre in einer besonderen Schule in Kentucky. Und das war ein Grund, warum wir an der Grenze waren, damit sie alleine heimfliegen konnte. Ah ja. Und sie ist sehr unabhängig geworden und wir hatten ein bisschen Angst, wenn sie jetzt wieder zu uns kommt nach der Schule, dass sie sich vielleicht zurückentwickelt oder so. Aber ich muss nur was ganz Schönes erzählen, was mir neulich passiert ist zu Hause. Sie redet oft mit sich selber, ja? Und sie saß auf der Couch im Wohnzimmer und ich hab so hingehört und bin dann hinter sie gedreht. Und da kam dieser kleine Seufzer. I have a great life. Ach, schön. Ich habe ein großartiges Leben. Mhm. Und das war meine Lektion fürs Jahr. Wenn ein Kind, ein Mensch wie Margret zufrieden und glücklich sein kann und wir, die wir so viel mehr haben, machen uns mehr Probleme draus. Mhm. Schön, danke, dass du das so deswegen brauchte ich habe ein Bild von ihr damit reinziehen müssen. Ja, finde ich sehr gut. Und sie hilft mir sehr mit dem Aufräumen, das muss ich schon sagen. Sie braucht Struktur und sie ist eine meiner Geheimnisse. Aha. Ja. Mhm. Geht sie so durchs Haus und sagt, ach, hier räume ich das mal auf oder was ist das? Das ist nicht unbedingt sogar das Äußere, aber es ist das innere Aufräumen, dass für sie die Mahlzeiten müssen geregelt sein. Aber auch, dass Sachen während des Alltags einfach nicht passieren dürfen, weil sie nicht verstehen würde, ja? Oder dass die Mami auf einmal für ein paar Tage nach Wien zur Schwester fahren könnte. Dass ich würde ein viel ungeregelteres Leben haben, wenn es nicht ohne für sie. Margret war. Mhm, ja. Ein letztes Bild haben wir von eurem Haus, wo ihr jetzt noch seid, vor dem Umzug sozusagen. Ja. Ich finde, es sieht aufgeräumt aus. Ja, das ist wahrscheinlich das die ist aufgeräumteste ja das Wohnzimmer, Ecke. Ja. Genau, du hast in die Richtung fotografiert, wo es am aufgeräumtesten und ist, oder? Ich habe das Bild geschickt, weil ich gerade Gäste empfange. Eine liebe Freundin, die dieses Bild gemacht hat. Und dieses mit offenen Armen das teilen, was ich habe. Und ich habe ein sehr privilegiertes Leben. Ja. Aber wir alle hier im Westen haben ein privilegiertes Leben. Das vergisst Leben. Man oft, und ja. wir vergessen das. Ja. Und deswegen habe ich das mit einbezogen, ja, in ein paar Wochen wird alles eingepackt und wir werden nach London versetzt. Ich muss unbedingt ein Stückchen wenigstens aus dem Buch lesen. Mhm. Du schreibst da, arme Menschen haben weder viele Sachen noch viel Platz, um sie aufzubewahren. Für sie ist ein einzelner kleiner Besitz wie ein zweiter Kochtopf oder gar eine Porzellanvase ein wertvoller Schatz, der ihr Leben bereichert. Die Überfülle an Besitz ist ein Problem von uns Menschen, die im Wohlstand leben. Aus deiner Perspektive, wo du jetzt in Rumänien gelebt hast, Pakistan, Mexiko, was würdest du sagen, was muss deiner Meinung nach unsere Überflussgesellschaft lernen? Ich hab neulich oder gerade gestern deine Show angeschaut mit dem Mann, der über Henri Dunant gesprochen hat. Und eines, was mir da so einleuchtete, ist, wir müssen alle lernen, aus unserem Überfluss zu geben. Und es ist sehr, sehr leicht, reiche Menschen schlecht zu machen. Aber es gibt sehr viele gute, reiche Menschen und wir brauchen gute, reiche Menschen, weil die schaffen Arbeitsplätze, die schaffen Lebensunterhalt für andere, die helfen anderen. Und wenn ein Reicher alles weggeben würde, dann wäre er ja selber arm und würde brauchen. Aber dieses Auswogen, dass der eine vom Überfluss dem anderen gibt, das lernen wir von den armen Menschen. Nicht von den Reichen. Das habe ich auch schon gehört, dass oft bei so Spendenaufrufen, dass manchmal die Armen noch ihr Letztes weggeben, weil es ihnen so ein Bedürfnis ist, zu geben. Ja. Irgendwie. Ja, ja. Und je mehr wir haben, umso unabhängiger werden wir, umso selbstständiger werden wir. Und unser Westen tut das sehr hochstellen, diese Werte. Aber es macht uns auch zu ganz einsamen Menschen. Mhm. Und wir haben jetzt den Jakobsweg schon gemacht und sind zum Teil schon durch Deutschland gepilgert. Und da spreche ich auch im Buch an. Je weniger ich im Rucksack habe, umso mehr werde ich frei sein und weitergehen können. Und genau so ist das mit unserem Besitz. Mhm. Und je weniger ich habe, umso mehr werde ich den anderen vielleicht fragen müssen um etwas, das ich nicht habe. Wenn ich alles, was ich vielleicht brauche, mit mir im Rucksack habe, muss ich nie einen ansprechen, ne? Keinen Kontakt aufnehmen. Aber ich würde auch nie sehr weit kommen. Mhm.
Das ist wahr. Ich würde unter meiner Last zusammenbrechen. Und das sieht man rund um uns herum. Du beschreibst in deinem Buch eine Begebenheit von 1982 im trostlosen Rumänien. Da hat euch im Park eine Frau angesprochen. Magst du das mal erzählen, was die zu dir gesagt hat? Die in Rumänien unter Ceausescu war es natürlich sehr schwierig zu leben. Und gerade Menschen, die auch Kinder haben wollten, haben sehr gelitten, weil es gab nicht genug Lebensmittel und die Schulsituation war schwierig, die Medikamente waren schwierig. Und diese Frau, die sicher nicht viel hatte, kam mir entgegen im Park und sah mich mit drei kleinen Kindern und stand nur da und fragte, sind das alles Ihre Kinder? Und ich sagte, ja. Und dann sagt sie, welcher Reichtum. Und der Gegensatz dazu war in den Bahamas, wo reiche Touristen mich sahen. Und die haben dann gesagt, wow, Sie haben die Hände voll. Und ich habe gesagt, das wäre sehr traurig, wenn meine Hände leer wären. Und das hat sie oft verdutzt gemacht. Ja? Aber wir sehen Kinder oft als Last und nicht als Reichtum. Und eigenartigerweise habe ich am meisten Anerkennung bekommen als Mutter. Kannst du raten, in welchem Land? Da waren so viele Länder dabei. Da waren so viele in Pakistan. In Pakistan? Im muslimischen Pakistan. Laut Koran geht eine Mutter von 4 Kindern direkt in den Himmel. Ja? Aha. Und du hast noch eins draufgelegt. Noch eins dazu. Aber auf jeden Fall der Wert, der in Familie und Kinder gelegt wird, das sieht man ja auch hier in Deutschland mit den türkischen Familien und so. Das ist ein ganz anderer Wert, den wir im Westen... Natürlich machen uns Kinder abhängig. Ja? Und das mögen wir nicht. Ja? Ja. Die halten uns fest, die belasten uns. Es ist eine andere Sichtweise. Und es ist genau das, was ich versuche hier anzusprechen. Gelingt dir auf jeden Fall, ja. Du warnst auch davor, bei Entscheidungen davon auszugehen, dass es ein ganz richtig und ein ganz falsch gibt. Warum schreibst du das? Ja, es ist dieses perfektionistische Denken, das eigentlich uns dessen beraubt, wie es sein könnte, wenn es nicht ganz so toll ist. Aber wenn wir immer nur nach dem Besten streben, dann verlieren wir diese... Nichts im Leben ist hundertprozentig. Ja, dann ist man dauerunzufrieden sozusagen. Ja, ich glaube, deswegen sehnen wir uns alle nach dem Himmel. Ja? Dort wird es vielleicht mal anders sein. Aber hier müssen wir einfach mit dem Augenblick, so wie er ist, Vorlieb nehmen und sagen, ja, ich wollte zum Beispiel heute nicht unbedingt jetzt von Berlin mit dem Zug nach Frankfurt fahren, aber dann habe ich es als Geschenk erkannt, weil ich darf trotz Umzug einen Tag im Zug sitzen und nichts tun und das schöne Deutschland sehen und sogar meinen 82-jährigen Onkel besuchen. Sind das nicht Geschenke? Und dann machst du die Fahrt viel glücklicher, als würdest du sagen, muss ich jetzt Belastung auch noch. Als Belastung sehen. Stimmt. So, ich danke dir, Titus, ja, sehr für diese Möglichkeit. Ich danke dir fürs Kommen mitten im Umzug. Du bist aber doch auch etwas radikal, auch wenn du bei diesem Schwarz-Weiß bei Entscheidungen Vorsicht rufst. Schreibst zum Beispiel, als deine Kinder zu viel ferngesehen haben, hast du den Fernseher einfach vor die Tür gestellt. Ich kann mir vorstellen, deine Kinder waren ziemlich sauer auf dich, oder? Ja, das war der Charles. Das ist unser Lebendiger in dieser Hinsicht. Ja, aber ich glaube, er hat sich's gemerkt. Es ging darum, wir haben übrigens seither nie einen Fernseher gehabt. Ja. Einmal vor die Tür gestellt und nie wieder reingeholt. Das ist auch eine Ironie, dass ich hier vor dem Fernsehen sitze und wir keinen Fernseher haben. Aber man kann ja über Internet auch schauen, wenn was ist. Auf jeden Fall, er hat sich nicht gehalten an die Fernsehregelungen, die wir hatten, und wir haben ihn ein paar Mal gewarnt. Und in einem armen Land ist es sehr leicht, aus seinem Überfluss zu geben, weil wir haben dann den Fernseher vor die Tür gestellt und er war in 5 Minuten weg. Ja? Und da habe ich dann noch die Geschichte erzählt von den Langlaufskiern, den alten Langlaufskiern, die wir auch vor die Tür in der Wüste von Chihuahua gestellt haben, die waren auch weg. Und da haben wir überlegt, was machen die damit? Und entweder Brennholz oder sie haben vielleicht ihre kleinen Hütten in den Slums damit gebaut. Alles wird verwertet, ja. Und ich finde das sehr schön in Deutschland, diese Sammeltonnen für das Rote Kreuz und so. Man kann, also dass da auch dafür ein Platz ist für solche Sachen. Vielleicht als letztes, weil leider unsere Zeit wie im Fluge vorbeigerauscht ist. Du warnst auch davor, sich unnötig die Sorgen anderer aufzuladen.
Aber als Mutter mit 5 Kindern, bestimmt ist dir doch oft auch so gegangen, dann hat ein Kind eine Prüfung in der Schule oder macht eine schwierige Zeit durch. Was hast du da getan, um nicht die Wände hochzugehen? Ich habe so eine grundsätzliche Frage, das habe ich im Buch nicht geschrieben, aber ich frage mich dann, ist das jetzt sein Problem oder ist es mein Problem? Oder ist es zum Teil mein Problem? Weil gerade bei Schulaufgaben oder Prüfungen, studieren kann ich nicht für sie. Und ich kann nicht zum Motor für sie werden. Und ich glaube, das ist der Fehler, den wir oft machen mit Sorgen. Wir nehmen eine Sorge an, wo wir wirklich nichts ändern können und tun nur einen Druck ausüben, der sich dann auch gar nicht gut auf den Partner oder das Kind auswirkt. Also, sondern wirklich auch, ich würde sagen, um Weisheit beten. Was ist jetzt da wirklich mein Problem? Vielleicht muss ich schauen, dass wenn es ein Kind ist, dass es mehr schläft, dass es richtig ist. Aber ich kann nicht für das Kind lernen. Oder in die Schule gehen. Ja. Und es muss auch, ein Kind muss die Konsequenzen seiner Faulheit auch auf sich nehmen. Da können wir sie nicht davor schützen. Und gerade neulich sprach ich mit jemandem, das Beste, was uns passieren kann, ist, dass unsere Kinder schnell ertappt werden, wenn sie was falsch machen. Dann bewahrt das sie vor sehr vielem später. Aber wenn man sie immer beschützt, dann hat man Schwierigkeiten später, weil man kann ja nicht immer da sein. Ja, nicht das ganze Leben lang beschützen sozusagen. Ja. Also ich bin mir sicher, eure Kinder sind fabelhaft gelungen, auch wenn ich sie jetzt gar nicht kenne. Meine Virginia hat mich beraten, was ich heute anziehe. Hat sie doch gut gemacht, siehste. Ich bin gestern zurückgeflogen in die Staaten, ja. Ich hoffe, ja. Auf jeden Fall. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, über dich zu reden, über dein Buch zu sprechen. Genauso wie unser Gespräch jetzt gelaufen ist, so ist auch dieses Buch. Und ich danke ganz herzlich fürs Zuschauen und Zuhören und hoffe, ich habe ein wenig Lust machen können oder wir haben ein bisschen Lust machen können. Endlich Raum fürs Leben heißt das Buch, Entrümpeln in kleinen Schritten. Katrin Stuart, toll, dass du gekommen bist und hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.